Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und in der letzten Ausgabe haben wir dieses Viertel hier ans Ufer gepackt und haben ja hier eine wunderschöne Hafengegend gemacht, die auch übrigens, und ich schaue das immer wieder gerne an, meine S-Bahn sehr, sehr gerne nutzt. Also das ist eigentlich eine U-Bahn, aber ich sage immer S-Bahn, weil in Stuttgart ist die U-Bahn tatsächlich eigentlich eine S-Bahn und die U-Bahn fährt überirdisch, wohingegen die S-Bahn unterirdisch fährt. Ist das logisch? Nein. Aber interessiert es jemand? Nein. Dementsprechend läuft es halt einfach immer so weiter. So, ich habe hier diesen Strand und auf der einen Seite weigere ich mich immer noch, diesen Strand zuzuballern mit Gebäuden, weil ich mir dauernd denke, ja, hier sollen die Leute hingehen zum Beachen. Aber ich muss zugeben, es ist ja nicht viel mit Beachen hier. Was ich aber machen kann, ist den Platz der Toten bauen. Und diesen Platz der Toten, den habe ich jetzt endlich freigeschaltet, dadurch, dass ich genügend Krematorien, nein, dadurch, dass ich genügend voll belegte Friedhöfe bei mir habe. Und das ist natürlich wirklich toll und irgendwie erfreulich. Jetzt könnte ich natürlich ein Stück weit, nachdem hier auch ein Krematorium ist, könnte ich diesen Platz der Toten auch tatsächlich zum Beispiel hier hinbauen. Das macht bestimmt irgendwie Sinn. Seht ihr? Großartig. Jetzt habe ich auch den Platz der Toten. Kann man sich mal ein bisschen genauer angucken. So, so sieht er aus. Mit Bänken, mit so Kreuzen hinten dran und dann diese doch ziemlich gruselige Figur. Aber super, dass direkt daneben dann so ein Hundepark ist. Da macht das alles wieder Sinn. So, und jetzt um das Parkding noch so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, könnte ich ja wirklich noch so ein Gamerpark hier umsetzen. Dann haben wir hier eine richtige Erholungsinsel. Ich kann dann mal bei Gelegenheit, das mache ich nicht jetzt, aber ich kann schon mal andeuten, begrünen wir das Ganze dann noch wunderschön. Und auf die Art und Weise kommen wir dann so langsam weiter. So, jetzt sind also meine Friedhöfe voll. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Aussage, der Platz der Toten deutet darauf hin, 3 volle Friedhöfe. Ich habe jetzt die ganze Zeit sehr sparsam bin ich umgegangen mit Krematorien, weil ich wollte ja, dass die Friedhöfe voll werden. Jetzt allerdings könnte ich natürlich mal hergehen und da ein bisschen mehr machen. Hier haben wir Verschmutzung 0, Lärmbelästigung 0. So, damit der Platz der Toten dann auch seinen Namen nicht völlig umsonst trägt, mache ich jetzt da mal 4 Krematorien hin. So, und dann schauen wir mal, dass wir auch sonst ein bisschen mehr Zugang haben zu Krematorien. Wie gesagt, ich war sehr sparsam bis jetzt. Damit ist es jetzt endgültig vorbei. Bloß überlegen, wo ich was hinsetze. Aber ich werde es jetzt einfach so ein bisschen in der Stadt verteilen. Mehr Krematorien, weniger Friedhöfe. So lautet das Motto. So, jetzt würde ich gerne kurz gucken, wie hier so die Lage ist. Boah. Könnte man eigentlich in diesen Kreis, wenn es denn reinpasst, innen schon noch was machen, ne? Gut, da müsste halt der Stein müsste weichen. Oh, hier passt sogar einfach so hin. Oh, irgendwie spezielle Maßnahmen. Super. Dann machen wir das so. Haben wir hier jetzt auch ein Krematorium? Jetzt schauen wir mal, was geht noch so? Jetzt haben wir quasi, guck mal hier, Kreis, Kreis, Kreis. 4-mal im Kreis, Kreis, oh hier. Ja, dann nutze ich doch die Gelegenheit. Bei anderen Krematorium rein. Da ist es nicht im Kreis, aber doch zumindest am Kreis. Da auch. Hier. Okay. Friedhof ist voll. Hier oben haben wir keinen Zugang zu Krematorien. Das lässt sich ändern. Zack. Und jetzt schauen wir mal, wo noch überall etwas fehlt.
Also hier fehlt noch was und dann natürlich hier oben, da habe ich ja noch gar nichts. Aber das ist nicht so schlimm, da machen wir einfach hier oben, neben Polizei und Feuerwehr, machen wir dann einfach nochmal ein Krematorium hin. Wir können uns bei der Gelegenheit dann auch mal die Hochhäuser hier angucken, aber das ist ziemlich gut geworden. Das ist gut. So, Krematorium, alles klar. Und jetzt brauchen wir hier noch irgendwas. Da unten ist nämlich noch... Da unten ist ein bisschen grau. Du baust dahin. Das reicht zwar nicht bis ganz da unten hin. Aber so ganz schlecht ist es vielleicht dann auch nicht. Entschuldigung. So, jetzt kann ich noch mal gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwo wirklich noch so ein Fleckchen hätte, theoretisch zumindest. Aber es sieht jetzt nicht besonders gut aus. Also, oder anders gesagt, ich müsste halt wieder irgendwas abreißen. Und ja, da zeige ich mich gerade bockig. So, das hier wird die nächste Gegend sein. Die müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Klar. Ansonsten ist es eigentlich alles ganz cool soweit. Also, damit habe ich das gebaut. Platz der Toten. Den Rest habe ich noch nicht. Bis auf natürlich das Chip X Startgelände. Da könnte ich noch was machen. Aber gut, jetzt schauen wir erstmal hier, was hier so geht, was hier oder was hier eben nicht geht. Wir sehen auf jeden Fall, die Gebäude wachsen und gedeihen. Und sie sehen auch zunehmend gut aus. Ne? Da kann man erstmal nicht meckern. So, hier fehlt Kundschaft, nehme ich mal an. Nein, nicht genügend gebildete Arbeiter. Aha. Ja gut, dann checken wir doch mal die Schulsituation hier in der Gegend. Ah ja, alles klar. Oh, du Scheiße. Hä? Echt jetzt? Okay. Ich sehe, da gibt es was zu tun. Also. Hier bauen wir erstmal eine Schule hin. Und hier eine Oberschule. Das müsste die Gegend schon mal insgesamt verbessern. Vielleicht jetzt nicht gerade kurzfristig, aber doch zumindest auf mittlere Sicht. So. Hier, das ist das Wissenschaftszentrum, oder? Täusche ich mich? Wissenschaftszentrum. Da finde ich da ehrlicherweise schon fast schon perfekt. Hier links und rechts davon dann auch entsprechend noch eine Schule hinzusetzen. Außerdem könnte ich mir vorstellen, diese Uni nochmal zu verlegen, auch in die Nähe des Wissenschaftszentrums. Nicht, dass ich das jetzt tun müsste, aber ich will es. Sieht auch gut aus, muss ich sagen. Ich kann dann da unten nämlich andere Sachen machen. Das sehe ich dann noch genau, was das sein soll, was ich hier jetzt gerade vollmundig ankündige. Aber ich kann doch zumindest andere Sachen noch machen. So, hier ist ein Laden mittlerweile bankrott gegangen. Und dann reißen wir ihn ab. Und schauen dann mal. Bibliothek. Bibliothek. Passt jetzt... Ah doch, die würde da unten tatsächlich noch hinpassen. Auf der anderen Seite habe ich ja hier auch eine. Ne? Wird jetzt offensichtlich nicht so großartig genutzt. Hier habe ich aber auf jeden Fall die Uni. So mal zwei Bibliotheken da hinpacken, dann ist das hier so ein richtiger Campus.
Mal sehen, ob das auch gut aussieht, aber ich glaube, mir gefällt das. Ja, das finde ich geil. Ich versuche es jetzt nochmal ein bisschen zu finalisieren. Mal sehen, ob es mir dann immer noch gefällt oder ob ich dann anfange rumzumeckern an irgendwas. Aber ich glaube, mir gefällt es. Jetzt habe ich natürlich die U-Bahn-Station ziemlich zugeballert, aber so ist wieder gut. Genau. Ja, ja. Das finde ich gut, das finde ich gut. Mir gefällt's, ich hoffe euch auch. Ja, so habe ich das. Ja. So. Meine Güte. So, hier weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was ich machen soll. Ob ich es so lassen soll, vielleicht so halbwegs natürlich, wie es ist. Nur so ein bisschen was da hinsetzen. Oder, keine Ahnung, immer ein bisschen unentschieden. Aber so grundsätzlich finde ich es gut. So hohe Bäume will ich gar nicht haben. Ich mache das mal nur so, aber das sieht auf jeden Fall alles schon mal richtig gut aus. Da würde noch irgendwas hinpassen. Deswegen lasse ich das jetzt auch erstmal so. Hier, das baller ich zu. Genau. So. Andere Bäume. Prima. Ja, und den Rest mache ich dann noch schön. Aber auf jeden Fall ist das hier insgesamt schon mal... Macht das durchaus Eindruck. Zack. So, prima. Oh, da kommt. Schaut euch mal die Schiffe hier an. Was geht denn hier? Parken die jetzt nebeneinander oder gibt es jetzt hier gleich große Schiffskatastrophe? Nee, ist klar. Ich habe verstanden. Okay. So, hier haben wir den nächsten Laden, der am Gott gegangen ist. Soll mir recht sein. Hier Leute, 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 viele, viele, viele Touris, noch und nöcher. Aber wie gesagt, viele nutzen mein öffentliches Nahverkehrssystem. Hier. Erstmal nicht schlecht. Oh, hier sieht man sogar die Leute, wie sie da stehen. Das habe ich noch gar nicht beobachtet. So, und jetzt, zack, steigt ein Großteil davon auch in die Bahn ein. Dann fährt die Bahn los. Jetzt kann ich nur hoffen, dass relativ zügig dann auch gleich die nächste Bahn kommt. Aber eins steht auf jeden Fall fest. Relativ viele Fahrgäste befördere ich ziemlich gekonnt mit meinem öffentlichen Nahverkehr. Nur Bahnen habe ich zu wenig. Heißt denn, neue Linie, neue Bahn oder was bedeutet das? Kann ich mehrere Bahnen pro Linie irgendwie machen? Farbe. Hier, grün. Tag und Nacht. Haltestellen 5. U-Bahn-Linie 10. Das ist die Bahnlinie 10. 150 von 150, seht ihr? Fahrzeuganzahl ändern. Ach, Fahrzeuganzahl 3 von 3. Passen Sie die Anzahl der Fahrzeuge für diese Linie individuell an. Hängt vom Budget für den Nahverkehr ab, sowie diesen Änderungen. Das
sehr interessant. Seht ihr hier die Bahnen? Das sind die einzelnen Bahnen. Die können jeweils 150 Personen befördern. Und wie man sieht, jetzt habe ich einzelne Bahnen, die sind ein bisschen leerer. Also ich mache jetzt mal so 300 hier so von mir aus. Und dann werden wir schon sehen. Das habe ich gar nicht gewusst. Was heißt denn hier überhaupt Budget für den Nahverkehr? Wo lege ich denn das fest? Hier, oder? Was ist das jetzt? Budget. Schieberegel. Ah, hier. Je höher das Budget, desto mehr Busse stehen in der Stadt zur Verfügung. U-Bahn. Die Anzahl der U-Bahn-Züge wird vom Budget vorgegeben. Erhöhen wir mal das Budget. Was ist das da? Steht nicht ganz. So, probieren wir mal. Wir erhöhen das alles mal um 25% und schauen mal, wie sich das dann auswirkt auf meine, auf mein Transportsystem. Hier sieht man auf jeden Fall, dass sehr, sehr viele Leute in diesen Bahnhof kommen. Und auch transportiert werden. Das ist die Linie Nummer 10, ne? Immer noch. So, hier sieht man es. 10 Fahrzeuge habe ich jetzt mittlerweile am Start. An der Haltestelle stehen 256 Leute. Die wollen alle befördert werden. 270. Und immer neue nach. Warte, Autofahrten 16%. Auch interessant, ne? So, jetzt kommt eine Bahn. Schnappt sich wieder 150 Leute. Fahrzeuge. Es sind aber immer noch enorm viele die hier warten. 270 immerhin. Ja. Und die warten ganz schön lang. Wohl so ein Stauproblem mittlerweile? Oh ja. Haben wir. Deswegen flutscht es auch nicht so. Speziell hier stehen die Bahnen jetzt eher, als dass sie fahren. Ist natürlich ein Stück weit ein Problem. Haben wir sonst noch irgendwie so ähnliche Probleme? Staut sich der Verkehr sonst noch? Eigentlich nicht. Hier haben wir jetzt auch eine Station, ne? Hier sieht man. Da steigen jetzt auch Leute aus und Leute ein. Und dann fährt die Bahn weiter. Ich müsste jetzt auch wieder schnurstracks runterfahren zu unserer Hauptstation. Genau, da ist sie.
Und auch hier, Leute steigen raus, Leute steigen ein. Ja gut, also ich habe jetzt auf jeden Fall mal das Budget erhöht. Ich glaube, das schadet mal auf gar keinen Fall. Und hier oben, ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Gebe ich schon zu. Da muss ich mir was einfallen lassen, glaube ich. Ich glaube, es wäre gut. In diesem Sinne, meine Lieben, da lasse ich mir was einfallen, aber morgen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin. Ihr seid die Besten und morgen geht's weiter. In diesem Sinne, bis morgen. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen belegt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tag. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.